Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum dritten Niederrheinischen Pflegekongress. Und liebe Dagmar, ja, ich bin nervös, das ist immer so bei der Begrüßung. Ich hoffe, das hört und sieht man mir nicht ganz so an. Aber nochmal ganz herzlich willkommen in Krefeld. Wir haben in diesem Jahr den dritten Pflegekongress in Krefeld. Sagt man, wenn etwas zum zweiten Mal stattfindet, dann ist das schon eine große Tradition. Das heißt, wir möchten diese große Tradition in diesem Jahr fortsetzen. Und wie Sie im Programm gelesen haben, wird es ja auch einen vierten Kongress geben. Und der Termin wird ziemlich genau auch in einem Jahr sein. Aber wollen wir uns erstmal auf den diesjährigen Kongress konzentrieren. Es wird so sein, dass wir die Themen Demenz, Wundversorgung, so auch wie in den beiden ersten Jahren im Programm stehen haben. Dazu haben wir uns in diesem Jahr für das Qualitätsmanagement und auch für die ambulante Pflege entschieden. Ich hoffe, dass Sie da einige interessante Vorträge hören werden. Bin ich mir auch sehr sicher, wenn man sich das Programm anguckt, sind doch einige, auch doch, denke ich, namhafte und hochkarätige Referentinnen und Referenten dabei. Natürlich nicht zu vergessen, und ich denke, das ist so das Highlight auch in diesem Jahr, das wird Schwester Liliane Jutli sein, die in ziemlich genau 2 Stunden aus Zürich einfliegen wird in Düsseldorf. Und sie wird uns dann auch morgen hier die Ehre erweisen und auch den Abschlussvortrag halten. An der Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich auch ganz herzlich nochmal bei den beiden Kooperationspartnern, dem DBFK Nordwest e.V. und auch die Schwester der Pfleger zu bedanken. Das ist immer, ich sage jetzt mal irgendwo, wirklich eine tolle Kooperation, wo das ganze Jahr immer mit Kommunikation besteht und eigentlich diese ganze Arbeit, die wir im Vorfeld halt auch haben, dann natürlich in diesen beiden Tagen hier, sich krönen irgendwo. Und für uns ist es immer was ganz Spezielles. Sie wissen vielleicht, woran man einen iPhone-Besitzer erkennt. Ja? Wenn nicht, dann sage ich es Ihnen, er zeigt sein iPhone jedem. Das mache ich jetzt auch mal. Einfach nur als Hinweis, wir werden in diesem Jahr 1-2 Neuerungen haben, was die Technik angeht. Das heißt, es muss natürlich kein iPhone sein, es kann auch ein anderes Smartphone sein. Wir werden in diesem Jahr hier vom Kongress heraus ins Internet twittern und Informationen, Fotos auf Facebook setzen. Und ich denke, das wird ganz spannend sein. Es ist natürlich nicht jeder schon so dafür begeistert, wie wir es vielleicht sind. Aber wir sind sehr gespannt auf, was so dann auch hier auf dem Kongress passieren wird. Wir haben da sehr gute Erfahrungen auf dem Hauptstadtkongress in Berlin gemacht. Da war es wirklich sehr interessant, aber auch lustig zugleich. Da wurde sehr, sehr viel getwittert und die Leute standen dann sehr oft auch vor dem Fernseher und haben sich das mal angeguckt, was da passiert. Ja, da wir auch ein bisschen jetzt schon im Verzug sind, möchte ich eigentlich an der Stelle gar nicht mehr so viel reden, sonst muss ich nachher meinen Vortrag sehr, sehr kürzen und möchte Sie nochmal ganz, ganz herzlich zum dritten Niederrheinischen Pflegekongress begrüßen. Markus Buchsein, das ist der Chefredakteur von Die Schwester der Pfleger und wird Sie dann auch hier mit dem Herrn Hünicke in Saal 1 durch das Programm führen in den beiden Tagen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich setze gleich mal eins drauf, weil daran erkennt man einen iPad-Besitzer, wenn er das iPad in der Hand hat und zeigt. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil wir nicht nur darüber den Kongress insgesamt verfolgen können, sondern ich für mich natürlich ein paar Notizen habe. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Krefelder oder zum Niederrheinischen Pflegekongress hier in Krefeld. Für mich auch zum wiederholten Male als Beteiligter der Generation und Unterstützer, was im Vorfeld das Bewerben des Kongresses angeht, aber auch eine große Ehre, dass ich hier den einen oder anderen Programmpunkt übernehmen kann, Sie heute Morgen ein bisschen durch das Programm und durch die Vorträge führe und dann morgen Nachmittag und dann natürlich die große Ehre habe, nach dem Vortrag mit Schwester Liliane Jutli dann noch ein kleines Interview hier auf der Bühne zu führen. Das sollten Sie sich, nicht weil ich so tolle Fragen stelle, sondern weil Sie es hier mit tollen Antworten gibt, nicht entgehen lassen. Ich freue mich, dass wir wieder eine riesen Resonanz für den Tag haben. Es kommen sicherlich noch die ein oder anderen im Laufe des Vormittages nach. Das sollte uns nicht stören. Und ich denke, wir sollten gar nicht so viel Vorrede halten, sondern mit den Grüßungen und den Grußworten weiter fortfahren. Insofern darf ich Frau Meinke, die Bürgermeisterin der Stadt Krefeld, bitten,